Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir in diesen Tagen so intensiv auf die unterschiedlichen Osterberichte in den Evangelien hören, dann entgeht uns nicht die große Verschiedenheit dieser Berichte. Es hat immer wieder Versuche gegeben, diese Berichte zu vereinheitlichen, aber das gelingt einfach nicht. Etwa hier die Bestechung der Wächter und die Beschwichtigung des Statthalters. Sind es die drei Frauen, die zum Grab gehen? Ist es Maria von Magdala? Wo begegnet Jesus wem? All das ist nicht auf einen Nenner zu bringen. Aber gerade im Vergleich mit den apokryphen Evangelien, die all diese Situationen noch viel theatralischer ausschmücken, geht es ja hier weniger um die Vereinheitlichung, sondern um das, was hinter diesen Berichten steht. Wir haben gestern versucht, von einer anderen Seite darüber nachzudenken. Es geht darum, dass ein Faktum Anspruch auf Anerkennung hat. Das Faktum ist nicht so sehr das leere Grab, so wichtig es dann später sein mag. Natürlich ist auch das ein Faktum. Aber das Faktum selber, das Ereignis selber, ist nicht das leere Grab, das berichtet wird. Etwa gestern in seiner kurzen Zusammenfassung im 1. Korintherbrief, diese Formel, die Paulus schon fertig vorfindet und sie übernimmt, ist vom leeren Grab nicht die Rede, aber von der Auferweckung Christi. Immer, und das ist übereinstimmend, geht die Botschaft weg vom leeren Grab. Nirgendwo im Evangelium wird das leere Grab als ein Beweisstück angeführt. Im Gegenteil, das leere Grab löst Unsicherheit aus, ist Grund für allerlei Spekulationen. Und wir haben es gehört, wenn der Evangelist sagt, noch zu meiner Zeit gibt es dieses jüdische Gerücht, sie sind einfach bei Nacht gekommen und haben den Leichnam geklaut. Also höchste Verunsicherung löst das leere Grab aus. Und in einigen Theologenhirnen tut es das bis heute. Aber das soll uns nicht so sehr interessieren. Was wichtig ist, ist, dass von Anfang an in der Verkündigung, in dem, was die Frauen sagen, was die Engel verkünden und womit die Apostel auftreten, ist das Wort, dass er lebendig ist. Und dass er uns begegnen kann und dass er uns begegnen will, wie jenen Frauen am Ostermorgen auf ihrem Weg zurück, weg vom leeren Grab, in die Gemeinschaft der Jünger, in die Gemeinschaft der entstehenden und wachsenden Kirche. Und das muss auch immer unser österlicher Weg sein.